gelöst. Kuba zurück auf Nevin Subotic. Der zurück zu Roman Weidenfeld. Also, ich höre gerade, ich bin überhaupt nicht zu hören, nur das Aus im Mikro. Jetzt zurück. Und da ist das 1:0. Achte Minute. Spielminute 1:0 für unseren BVB. Torschütze der Spieler mit der Nummer 9, Robert Lewandowski. Alledem, klasse gespielt. Kuba jetzt ganz eng. Jetzt müssten sie irgendwie da rauskommen mit einem öffnenden Pass. Aber das ist unheimlich schwer. Das sind direkt 3, 4, 5 von den Hannoveranern hingegangen. Das ist jetzt so da. Robert Lewandowski, zurück Kuba. Jetzt, er geht vorbei am ersten, wird dann angeschossen und der Ball landet bei Nevin. Weiter zu Tele Santana und da ist schon wieder Ilkay Gündoğan, der wieder viele Bälle fordert. Jetzt der lange Ball nach vorne auf die linke Seite. Kuba geht vorbei am ersten, legt zurück und jetzt der Schuss von Großkreuz. Und da ist das 2:0 in der 21. Minute. Torschütze, wieder Robert, ne? Das 2:0 und damit das 16. Saisontor von Robert Lewandowski, der sich gar nicht so richtig über diesen Treffer freuen mag, denn der gehört ja eigentlich Kevin Großkreuz, der da aus 17 Metern verdeckter Position abgezogen hat. Hier noch einmal die schöne Vorarbeit von Kuba, der schon das erste Tor initiierte und dann stand Julian Schieber im Abseits und nicht Robert Lewandowski, der Torschütze. Der Treffer zählt, passive Abseitsstellung von Julian Schieber, der nicht ins Spiel eingreift und Lewandowski trifft zum zweiten Mal am heutigen Nachmittag. Wobei, da sind wir wieder. 21. Spielminute, 2:0 für unseren BVB, erneut der Torschütze, unser Spieler mit der Nummer 9, Robert Freistoß für Hannover in der 40. Minute, 15 Meter hinter der Mittellinie. Jetzt kommt der Ball vor den Kasten, meldet dazwischen und jetzt ist der Ball drinne, 2:1. Das war Santana mit einem katastrophalen, mit einer Verlängerung, der geht gegen die Latte, der Ball fällt runter und dann sind dort zwei Hannoveraner und stehen dort und köpfen den Ball noch einmal gegen die Latte. Wer war denn jetzt der Torschütze? Ich glaube die 29. Die haben sie gar nicht mit. Ne, die 25. Die 25. Mohamed Abdellau. Ja. Ja, Abdellau ist noch am Ball und macht das Tor für in der 40. Hannover. Spielminute, neuer Spielstand 2:1, Torschütze für Hannover 96. Siebtes Saisontor von Mohamed. Mohamed Abdellau. Mohamed Abdellau hat ja schon 7-mal getroffen. Mit Mamdjouf fehlt allerdings der absolute Topscorer im Team von Hannover. Einer von 7 Spielern, von 7 potenziellen Stammspielern, die bei Hannover nicht dabei sind, die sich jetzt einem Angriff gegenüber sehen. Schieber, Schuss, Tor! Nach Vorlage von Kuba scheint Julian Schieber dieses Spiel zu entscheiden. Nach 71 Minuten geht Borussia Dortmund hier mit 3:1 in Führung. Erster Treffer für Julian Schieber, der ihn sich verdient hat durch seine harte Arbeit, der sich die Komplimente, die Glückwünsche der Kollegen
jetzt abholt. Der lange Ball von Felipe Santana und Schieber bereitet diesen Treffer selbst vor durch den Kopfball auf Kuba und dann ist er zur Stelle und schiebt den Ball in der Manier eines Torjägers ein. Also Vorlage Schieber und Tor Schieber. 3:1 für Borussia Dortmund in der 72. Spielminute. 72. Spielminute, 3:1 für unseren BVB Torschütze, der Spieler mit der Nummer 23. Julian Schieber! Das Tor freut mich sehr.